Ja, danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister. Zu meiner Vorrednerin nur ein Wort. Es ist ein bisschen überraschend, dass gerade die SPÖ in Wien jetzt nach mehr Gymnasien schreit. Das ist ganz was Neues. Aber ich nehme das wohlwollend zur Kenntnis. Bisher haben Sie die Gymnasien ja immer bekämpft. Sie wollten sie ja auflösen und wollten die IGS stattdessen einführen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ja, über Jahrzehnte, meine Damen und Herren, über Jahrzehnte haben wir Menschen aus der Türkei hereingeholt, wir haben Menschen aus dem arabischen Raum hereingeholt und wir Freiheitlichen haben über Jahrzehnte gewarnt. Wir haben nämlich davor gewarnt, dass diese Personen sich gar nicht integrieren wollen, dass wir in Wien Parallelgesellschaften haben. Heute sehen wir, es sind Gegengesellschaften. Und ich habe in meinen alten Reden einmal gekramt und 2005 habe ich das erste Mal in einer Rede gesagt, es gibt in Wien Gegengesellschaften. Und heute haben wir in Favoriten genau dieses Ergebnis. Jetzt sage ich aber auch, und noch einmal zu meiner Vorrednerin, Favoriten kann genauso im 20. Bezirk passieren, es kann im 16. Bezirk passieren, es kann in allen möglichen Gegenden Wiens passieren und das ist ja der Wahnsinn, da können Sie sich nicht hinstellen, mag ein guter Bezirksvorsteher sein, das will ich jetzt nicht beurteilen. Die Frage ist, was hat man gemacht in den letzten Jahren? Und ich habe immer nur gehört, ja, das sind alles so tolle Leute, die werden einmal alle unsere Pensionen bezahlen. Na, heute wissen wir, das wird alles gar nicht funktionieren, denn ein Gutteil dieser Jugendlichen und ihre Eltern sind schlicht und einfach Mindestsicherungsbezieher. Das sollten Sie auch einmal ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie immer sagen, Bildung ist vererbt, ja, dann haben Sie in diesem Sinn nicht sicherlich recht. Bildung ist vererbt und wenn Eltern keine Bildung haben und keinen Wert darauf legen, ja, dann wird bei den Kindern auch wenig stattfinden. Und wenn wir jetzt aktuell uns anschauen, wo sind die 30% Kinder und Jugendlichen, die von ihren Lehrern während der Corona-Krise nicht erreichbar waren, dann schauen Sie mal in diese Communities hinein. Dort werden Sie sie nämlich finden, weil es dort keinen Wert hat, Bildung. Und daher ist ja genau das Problem, dass es diese jungen Menschen sind, die dann anfällig sind. Ohne Ausbildung, ohne Perspektive. Das sind die, die anfällig sind für Hassprediger, die auch anfällig sind für den Herrn Erdogan. Und da möchte ich schon sagen, Herr Innenminister, Sie stellen sich hierher und sagen, wenn sich herausstellen sollte, dass es einen türkischen Einfluss gibt. Also wir brauchen uns doch nur anschauen, wie die in Wien lebenden Türken bei den letzten türkischen Wahlen abgestimmt haben. 2/3 haben Erdogan gewählt. Also da braucht man nicht mehr nachforschen, nicht mehr lang nachforschen. Natürlich gibt es hier einen türkischen Einfluss, Herr Innenminister. Da braucht es nichts forschen. Das ist eindeutig und da braucht man nur nachschauen. Was ist denn da passiert? Da hat die Integration versagt auf der gesamten Linie. Und jetzt ist es natürlich, ich verstehe das schon, ein leichtes zu sagen, die Wiener Stadtregierung hat versagt. Na, selbstverständlich hat sie versagt. Sie versagt bis zum heutigen Tag. Sie hat auch die Mindestsicherung neu nicht umgesetzt. All das tut sie. Aber, und jetzt komme ich zur Bundesregierung. Wir hatten über 7 Jahre für Integration zuständig, war der jetzige Bundeskanzler Kurz. Es ist nichts passiert im Bereich der Integration. Die derzeitige Integrationsministerin war Sektionschefin und verantwortlich für den Bereich Integration. Es ist nichts passiert im Bereich Integration. Es ist alles weitergelaufen wie bisher. Und es ist auch die ÖVP, die meine Anträge jetzt schon mehrmals abgelehnt hat. Vor allem der Clubobmann Wöginger im Sozialausschuss hat er sich da ganz groß gemacht. Nein, wir fordern die Bundesländer und wir fordern Wien eben nicht auf, die neue Sozialmindestsicherung neu umzusetzen. All das sind Dinge, die der Integration eben nicht förderlich sind. Hier wird auch von Seiten der Bundesregierung permanent dagegen gearbeitet, meine Damen und Herren. Und die ÖVP war auch in den letzten Jahrzehnten vorne mit dabei. Entschuldigen Sie, Sie waren immer in der Bundesregierung bei all diesem ganzen Einwanderungswahnsinn, der seit den 90er Jahren hier nach Österreich passiert ist. Ihr wart immer dabei und ihr seid ja auch recht froh, dass es hier eine Unterschicht gibt, die nach Österreich geholt worden ist, weil ihr die Billigarbeitskräfte braucht für eure Industrie, für die riesigen Bauriesen. All das ist der Hintergrund dabei und da habt ihr nichts dagegen gemacht. Und jetzt noch zu den Kurden ein Wort. Ja, die Kurden haben berechtigte Anliegen. Ja, die Kurden sind unterdrückt, die haben kein eigenes Land, sie haben kein eigenes Territorium. Ihre Anliegen sind berechtigt, aber das gibt ihnen nicht das Recht, im Gastland alles in Schutt und Asche zu legen. Und Frau Kollegin von den Grünen, ich sage Ihnen schon eines. Ein Problem haben wir in Favoriten und das ist vielleicht der große Unterschied zu anderen Bezirken.
Es gibt dort das Ernst-Kirchweger-Haus. Und das ist eine linksextremistisch-autonome Szene, die sich da breit gemacht hat. Die hat mit Demokratie überhaupt nichts am Hut. Die lehnen Demokratie ab, die lehnen den Staat ab. Sie nehmen nur gern das Geld, das von den Steuerzahlern und von diesem Staat an dieses Haus gezahlt wird. Weil sie zahlen nämlich nur 1 Euro symbolische Miete und leben auf Steuerzahlerkosten. Sie sind de facto Sozialschmarotzer. Und die haben nichts anderes gemacht, als die Kurden für ihre Zwecke missbraucht. Weil sie wollen nichts anderes als Krawall machen, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Das ist der Grund. Und daher gehört dieses Ernst-Kirchweger-Haus endlich geschlossen. Und Herr Innenminister, da müssen Sie endlich handeln. Da gehört auch einmal... Schlusssatz, bitte. ...gemacht. Wir wollen solche Situationen in Wien nicht mehr haben. Jene, die keine Staatsbürger sind, gehören umgehend abgeschoben und allen anderen soll bitte die Härte des Gesetzes treffen. Und dann nützt es nichts Identitätsfeststellungen, da gehören Festnahmen, Anzeigen und Verurteilungen her.